Gut, hallo. Hallo. Yay, yeah, wir starten einfach nochmal die Challenge und lassen uns nicht unterkriegen. Hä? Bei mir kam gerade ein Retter aus dem Ball. Ach so, ich hab noch gar nicht weitergedrückt. Ein Duflor. Ich hab auch einen Trank in meinem Computer. Immer wenn ich das CD-Laufwerk aufmache, dann kommt mir so ein Energy-Drink entgegen. Ich dachte mir, da wäre eine Salamischeibe drin. Nee, das liegt im Kühlschrank. Also. Zusammen mit den nuklearen Sprengstoffen. Steffen. Okay, du kannst anfangen. Was ist das Erste? Ball wird ein Voltinam. Mein Erstes ist ein Bisasam. Cool. Voltinam ist auch nicht schlecht. Braucht die anderen gar nicht sehen. Ich glaube, ich nehme das Bisasam. Aber es ist... Voltinam wäre jetzt auch... Was ist dein Zweites? Warte, ich gehe hin. Ein Knackleon. Bei mir ist der Zweite Kanimani. Was? Hast du überhaupt Gwende? Ja, hab ich. Was ist das Dritte? Quapsel. Blummel. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ja, bei mir auch nicht. Glaube ich, nehme das Bisasam, weil wenn ich das Bisasam nehme, nimmt er das Flummel. So gewinne ich den ersten Kampf und die paar XP. Gott, ich glaube, ich nehme das Bisasam. Ich mag ja Knackleon eigentlich wegen Libeldran. Warum nur? Ich nehme Libeldra. So, Knackleon. Ich nehme gleich das, die volle Entwicklung. Entwickelt okay. Sich Knackleon dreimal? Zweimal. Also zweimal, nicht? Ja. Die Brava und dann Libeldra. So, der Spitzname. Warte, ich habe noch nicht aufgerufen. So. Es ist wirklich energiegeladen, Spitznamen. Denn dein Spot Dragonfly. Ich möchte dem einfach keinen scheiß Spitznamen geben. Ich glaube, das würdest du mir nicht verzeihen. Okay, dann gebe ich den ein. Was ist deins? Männliches Bisasam. Gute Frage, männliches Bisasam, wie könnte man das denn nennen? Killer! Killer? Ich musste an den Kinofilm denken, den ersten Pokémon-Film, da hießen Bisaflor nachher so. Na gut, dann nenne ich es Killer. Ja, genau. Weil mit dem Bisaflor nachher machst du alle platt. Wenn es denn eins wird. Es wird eins. Okay, er nimmt bei mir das Flummel. Bei mir nimmt er das Voltinam. Das ist sehr gut. Ne, es kann bestimmt eh noch keine Elektroattacke sein, Voltilam, und ich noch keine Boden, oder? Ich glaube, es kann nur Slam. Und du kannst auf jeden Fall... Guck auf jeden Fall, was deine Fähigkeit ist. Wenn es Ausweglosigkeit ist, dann wär's ein bisschen bescheiden. Warum? Ich kenne die Fähigkeit gar nicht. Ausweglos ist, dass man das Pokémon nicht wechseln kann. Ha. Oh, ich quatsch mich nicht voll. So, ich guck mal auf Bericht. Wie sieht der Knackleon? Knackleon hat als Wesen hastig. Hat auswegslos, verhindert Flucht. Ja, toll. Ich meine, so hauen die auf jeden Fall die wilden Pokémon schon mal nicht ab. Super. So kann ich aber auch nicht vor Pokémon fliehen, vor denen ich fliehen will. Na gut, doch, ich kann ein anderes Pokémon dann auswählen. Also muss das erste quasi ein gutes sein, was ich fangen kann. Ich habe ein schlechtes Wesen, Angriff hoch und Spezialangriff runter auf dem Bisasam. Ich habe sehr hohen Angriff, erhöhten Spezialangriff und eine ganz schlechte Init. Nee, das ist ja bei mir wegen dem Wesen so. Ach du Scheiße, das Flummel killt mich. Ja, ich werde an dem Flummel krepieren. Super, gleich der erste Kampf und down. Wegen der blöden Aufrufe und Flummel, daran habe ich gar nicht gedacht. Ach, das kann es das schon? Ja. Okay, keine XP für mich. Ich krieg 80 Dollar von ihm. Und einen Text von Professor Eichel. Oh, der erste Random Encounter. Ich bin aus Versehen wegen ich habe die Speed-Taste noch gehabt und bin reingelaufen. Was hast du denn? Ein Pummelnuff. Oh geil, ich habe einen Wingull. Wow.
Pummelo verfolgt mich. Oh, das finde ich sehr gut. Aber ich glaube, das Wingull kann eine Fluke-Attacke. Ich schlafe. Es kann Acker knappen, das ist noch besser. Oh, toll. Du hast so ein schönes Pokémon. Nee, ich will keinen Trank einsetzen. Ich will einen Pokéball werfen. Haben wir überhaupt schon welche? Ja. Ja, nein. Doch, wir haben welche. Was? Oh, na toll. Ich hab's besiegt, Volltreffer. Hä? Ich hab's durch einen Volltreffer besiegt. Sag mir das, bevor ich meinen zweiten Pokéball verschwende. Warte, bitte. Ja, ich bin gerade aus dem Pokémon. Ich muss erstmal das Pummelo, was ich gerade verschwendungshalber gefangen habe, wieder wegschmeißen. Werden wir wahrscheinlich öfter so haben, dass irgendjemand was aus Versehen fängt. Tja, Pummelo, ne? Auch zu dir sage ich dasselbe wie zu Reizfratz vorhin. Du weißt, bei wem du dich beschweren kannst. Tschüss. Ich habe vorhin nicht ein Reizfratz getroffen. Also ich stehe vor dem Gras. Ich bin gerade aus dem Center raus und renne gerade hin. So, ich bin auch vor dem Gras. Mein Encounter ist ein Bickel, mein Super. Oh, mein Encounter ist ein Taubsi. Und ich warum? Au! Taubsi ist super! Nein, es besiegt mich fast! Nicht, dass das Quieke mich jetzt killt, weil es vielleicht Eisattacke kann. Ich habe jetzt ein Problem. Ja? Entweder ich versuche es zu fangen, kann es aber nicht mehr schwächen, oder ich besiege es und du kriegst dein Quieke nicht. Aber ich muss irgendwas machen, weil noch zwei Angriffe, dann bin ich down. Dann probier's lieber zu fangen. Ja, und wenn es sich nicht fangen lässt und mich dann schlägt, bin ich dann down. Ja, dann nutzt sonst einen Trank. Ja, der hilft mir aber nicht viel, weil der halt genau das, was er mir abzieht. So. Na gut. Also Taubs, nicht so gut. Das Taubsi ist mit seinem Tackle-Angriff. Zieht es mir 5 KP ab. Ich hab bloß 3. Taubsi ist eigentlich immer schnell zu fangen. Eigentlich. Hallo, ich will zurück. Ich will kein Biss einsetzen. Willst du es probieren? Ich wollte es probieren zu fangen, ja. Na, jetzt hat er wieder. Mein also Controller hat das Signal verloren. Quiekel gefangen. Du hast Quiekel gefangen? Ja. Taubsi habe ich auch gefangen. Wenn es etwas vielversprechendes erschnuppert, dann stürzt es in Windeseile darauf zu. So wie ich, wenn ich meine Fleischwurst rieche. Okay, du hast den Taubsi auch gefangen. Nenn deins Eisigel. Deutsch Eisigel, ja, ne? Das darfst du dir aussuchen, ob Englisch oder Deutsch. Da wieder Deutsche. So, wie soll das Taubsi heißen? Gerade sowas von Planus nennt es einfach Taube. So, dann hoff mal, dass ich bald ein... Hey, es hat sogar ein Item bei mir. Dass ich meinen Favoriten bald wieder finde, dann tausche ich das an deinem Quiekel nämlich hin, weil ich will das Taubsi definitiv nicht behalten. Ich glaube, mit dem Quiekeltausch, das wäre glaube ich auch so eine Sache. Vielleicht finde ich unterwegs was Besseres. Na gut, wir sind ja noch am Anfang. Stimmt, da gehe ich danach runter nochmal. Ich hol dir lieber nochmal Tränke denn und Pokebälle. Och, bei mir holt, fängt er ein Macholo. Guck auch gleich, aber bevor du nach oben gehst, kauf dir Tränke und Bälle. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, blöder Leerkanal, guck ich eh nicht rein. So, was fängst du? Oh, ein Nokchang. Ui. Kann er dir das gleich geben? Ja, das wäre super. Ja. Was ist dein Encounter? Wo denn? Bei Route 2. Ich bin noch nicht ins Gras gelaufen, ich stehe davor. Ich wollte warten. Achso, ja, weil ich bin rein. Du bist schon rein? Ja. Ich wollte extra warten. Ein Linkada. Okay.
Ich hab was dezent Besseres. Tja, ich weiß aber nicht, ob das Nincada überleben wird. Ganz knapp überlebt. Weiß noch nicht, wie ich das Kirliga schwächen soll. So, ich habe einen Kader gefangen. Ich habe noch nie einen Kader trainiert. Ich habe keine Ahnung, was das Tier überhaupt kann, okay, oder das ist. Können wir knicken. Wieso? Das Kirli hat gerade Teleporter eingesetzt. Super, also kann ich meinen Kader gleich wieder wegschmeißen. Mann, ich glaube, bei den Pokémon-Fang warte ich erst, bis du was machst. Ich habe jetzt schon wieder einen Ball verschwendet. Das ist nicht mal meine Chance. Meine Schuld. Born Crit und jetzt Teleport. Ja. Scheißdreck. Wenn ihr einfach einen Meisterball bekommen, dann habe ich die Sorgen nicht. Weißt du, so ein dämliches Taubsi, das muss ich behalten. Und so ein Kader, was ich noch nie trainiert habe, das darf ich nicht mal versuchen. Ach, das Item holen. Und ich habe meinen Counter. Auf dem Weg. Oh. Das können wir knicken. Hast du? Es entwickelt sich zu einem guten Pokémon, aber in der Verfassung kann ich damit nichts anfangen. Ist das ein Dratini? Nein, mit Dratini könnte ich was anfangen. Nee, es kann nur wickeln. Ja, und? Damit kann ich mehr anfangen als mit dem. Was ist es denn? Er kann Planscher. Lavador? Ja. Da ist er. Ich sage, es entwickelt, es kann, wenn es sich entwickelt, kann ich was damit anfangen. Aber solange es nichts kann, außer Planscher, habe ich ein Problem. Ich habe aber auch ein Wasser-Pokémon, Wasserpflanze. Oh, das hört sich dein schon nicht Lotozel. Schlecht an. Wie bitte? Dein Lotozel. Ah. Und ich kann schwächen, also wenn ich treffe. Ich kann das Carpador wahrscheinlich nicht schwächen, weil wenn ich jetzt das beiße, dann ist es tot. Na, das glaube ich nicht. Ich kann es ja mal mit Tackle angreifen von meinem Taubsi, das ist etwas schwächer. Das Lotozel hilft mir sogar. Es setzt die ganze Zeit Heuler ein, damit mein Angriff runtergeht. Dann kann ich nämlich Tackle weiter einsetzen. Okay, selbst Tackle war schon fast zu viel für das Carpador, weil es ein Volltreffer wurde. Jetzt habe ich Angst, dass mein Tackle noch ein Volltreffer wird. So, ich warte, ja. Ich habe ja gesagt, ich warte diesmal, dass du eins fängst. Hä? Ist drinne. Gut. Carpador auch. So, Lotozel, Pokédex-Eintrag. Es sucht nach reinem Wasser, wenn es für längere Zeit kein Wasser trinkt, verwelkt das Blatt auf seinem Rücken, auf seinem Kopf. Obwohl, oh nein. Alles ist, alles. So, Carpador. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses ist das schwächste und erbärmlichste Pokémon der Welt. Was? Wer schreibt so einen Eintrag? Weißt du noch, wie mein Garados damals in der Pixelmon Let's Play Reihe hieß? Oh, nee, das ist zu lange her. Rite, ist das weiblich bei dir? Warte, ich bin noch nicht so weit in dem Screen. Es ist weiblich. Ihr nennt's Gretel. Oder Gretchen. Gretchen, mal gucken, ob das passt. Dein Lotozel ist? Männlich. Männlich, oh Gott. Lotusklinge. Wenn's passt. Wenn's nicht passt, dann nur Lotus. Aber Gretchen passt rein. U nicht. Hä? Das U nicht? Gibt's hier gar kein U? Doch. Unter dem M. Ach da. Lotus klingen. Na, dann heißt es Lotus. Ja. Lotus Klinge hört sich doof an, dann lieber Lotus. Okay, das Item ist ein Riesenpilz bei mir. Ah, hab ich noch gar nicht angeklickt. Ein Trank! Wow. Hätte gerne mein Nidoran. Wow, drei Pichus hintereinander. Tja, aber das hast du nicht mehr. Ja, warum nicht? Irgendwas ist vorgefallen, glaube ich. Schreib es doch in die Kommentare. Oh nee, kein Trassler jetzt. Oh Mann. Oh nein, das könnte gefährlich werden. Ja. Du darfst nicht verlieren. Es ist Level 7.
Stimmt, deswegen kann das Pichu mir nichts anhaben, weil der Donnerschock ja auf mich keine Wirkung hat. Ich bin ja Boden. Okay. Ja? Ich werd verkacken. Echt? Es hat mir gerade mein Bisasam gerade die Hälfte seines Lebens abgezogen. Nee. Bei der Konfusion. Und meine Turzel ist Wasserpflanze, das heißt Normalangriff, ne? Und Ice-E, das Level 3. Okay, das ist nicht schön. Ich werde verkacken. Was? 100%, das Trassler werde ich so schnell nicht besiegen können. Ja, Konfusion, Killer ist weg. Killer ist weg. Killer ist weg. Das heißt, mein Starter ist auch weg. Ja. Den können wir eigentlich gleich neu starten. Ich will wenigstens sehen, wie beide sterben noch. Wie brutal. Ja, naja, ich muss es ja probieren, ne? Tja, dann probier's, ich warte im Pokémon Center und mach erstmal nichts weiter. Jetzt, wo mein Starter schon Level 14 ist. Tja. Dadurch, dass ich Dragonfly aber abgeben muss. Ich werde mich jetzt nicht hinstellen und stundenlang ein Taubsi trainieren. Das. Und Gretchen kann ich nicht trainieren, ohne eine starke Hand. Warum möchtest du das Taubsi nicht trainieren? Weil ich keinen Anfangstaubsi haben will. Ich will nicht, dass alles an einem Taubsi hängt. Ja, das heißt ja nicht. Das ist ja denn nur erstmal für jetzt. Das heißt ja nicht, dass wir das später noch haben. Ja, ich denke mir aber nicht, dass ich mit einem Taubsi die Arena besiegen kann. Nein, aber vielleicht mit dem Cup oder wenn es Level 20 ist. Als wenn ich jetzt das Kapo da trainiere. Wie soll das denn gehen? Aber selbst wenn, ne? Wenn da ein Traumato kommt in der Arena, bin ich tot. Tja. Und bei mir braucht bloß ein Bodentyp kommen schon, habe ich verloren. Ja, Taubsi und... Was hast du noch? Oder, ja, ich habe Taubsi und Carpador. So. Dragonfly hast du ja gerade verloren. Also, ich glaube, Lotus ist gerade ein bisschen sauer, weil das krittet gerade so oft hintereinander. Es hat seinen Freund sterben sehen. Wärst du dann nicht sauer? Doch, ich bin ein bisschen genervt gerade, dass das Bisasam tot ist. Ja, ich auch, weil mein gerade so schön trainiertes, starkes Pokémon auf dem Gewissen hast damit. Ja gut, jetzt haben wir ausgeglichen. In der ersten Runde habe ich dein geliebtes Pokémon auf dem Gewissen gehabt. Wodurch ich dann auch verloren habe, komplett. Und diesmal warst du das. Ja, also ich habe es geschafft gegen den Trainer. Wow. Ist das denn auch schon der letzte gewesen aus dem Wald? Nein, das war der zweite. Was? Gut, dann machen wir den nächsten. Ich bring jetzt erstmal mein Bisasam auf die Todesbox. Ja, genau, leg's erstmal auf die Box. Hätte ich auch machen können. Weißt du eigentlich, dass du schon drei Pokémon von meinem Team hast, die zornig auf dich sind und dich im Jenseits suchen werden? Eigentlich sogar mehr. Wiedersehen, Bisasam. Wiedersehen, ich hab dich zwar nie gekannt, aber... Och man. Du magst mich dieses Let's Play nicht. Weiß ich nicht. Alles suchen wir weg oder schon am Anfang? Wir suchen uns die falschen Starter aus. Wir gucken. Wir achten nicht darauf, dass wir was haben, womit wir gegen die ersten Typen, die ja scheinbar relativ gleich sind. So, meistens Käfer und dann irgendwie ein zufälliger Wassertyp war es vorhin bei mir und jetzt ist es ein Elektro-Pichu gewesen. Sollten wir nochmal verkacken, werden wir, glaube ich, die Gegner so einstellen, dass sie so sind, wie sie sind. Also, dass Rocco seine Steinleute hat, die Anfangsidioten hier ihre Saftkorns. Ich glaube, dieser Wald hat soeben meinen Untergang hervorgerufen. Vorhin sind wir wenigstens bis zur Arena gekommen. Ich könnte jetzt auch heilen, aber ich glaube, sehr viel weiter werde ich aber auch nicht kommen. Tja. Ja, ich könnte mich 1, 2, 3 Mal heilen. Ja, okay, ich habe ein paar mehr Tränke. Aber dann ist das Gift noch da und dann muss ich auch noch heil zurücklaufen. Ja. Ich glaube, das würde ich nicht schaffen.
Meinst du? Ich glaube, an dieser Stelle würde ich sterben. Dann entscheide du. Ja, Leute, wir sehen uns ja gleich wieder. Zum hoffentlich dritten und letzten Mal. Ach, ey, steht nicht in einem guten Stern. Wünscht uns Glück. Ach, bis gleich. Jetzt alle mal Glück in die Kommentare schreiben.